Den kannst du mal. Ja. Direkt hier hin machen. Also da hinsetzen. Hier so. Weil der Washer, der braucht eine eigene Wasserquelle. So, und dann setzen wir das Wett. Wo setzen wir das hin? Ist eigentlich wurscht, ne? Ach komm, setzen wir das wieder dahin. Dann Pumpe. 1 und 2. Und dann hier die schönen. Na. So, zack, zack. So, und das. Boah, was ist. Hallo, was ist denn jetzt los? Maus spinnt rum. So. Du musst dann. Ja gut, das schließe ich dann später an, oben. Kann ich auch gerade machen, wenn du willst. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit. Ah, da ist noch Wasser drin. So, ja, jetzt haben wir ein Problem. Da ist jetzt Wasser drin. Da kriegen wir jetzt natürlich kein Öl rein. Aber dafür gibt es auch eine Lösung. Zwar leider nicht von Hydraulikkraft an sich, sondern von Thermal Expansion. Und zwar den Nullifier, genau. So, das ist einmal Invar-Ingot, Tin, Pneumatik-Servo und ein Lava-Bucket. So, den müssen wir uns jetzt noch craften. Da haben wir noch ein Servo. Ja, Eimer. Haben wir einen Eimer irgendwo? Irgendwo hatte ich noch Eimer, das weiß ich. Ah, ich glaube da. So, ja, von B&B gibt es keine Ender-Chest, deswegen hier eine Holzkiste. Die haben gesagt, die wollen ohne Ender-Chest auskommen. Deswegen, ja, gut. Achso, nee, ich muss da hinten hin. Ich habe da zwar ein Magma Crucible mit Lava drin, aber ja, schade, da kriege ich jetzt keine. Ja, Lava ist leer. Wenn mir einen Eimer gibt, kann ich bei uns holen. Ja, gut, dann hier. Hier. Ah, warte mal, nee, ich glaube, das muss ein Eiseneimer sein. Mensch. Wo ist denn das Zeug? Ach, immer noch keine Ordnung. Ja, das macht er bei mir. Danke. Geht schneller. Ja, glaube ich auch. Ah, hier ist ein Eimer. Bist schon weg, ne? Ja. Super. Ah ja, dann kriegst du wenigstens einen Eimer zurück. So, was brauchen wir noch? Invar und Zinn, habe ich gesagt, ne? So, Zinn zweimal. Und Invar. Ich kann das nicht so schön wie der Baker. Werde ich wahrscheinlich auch nie hinkriegen. War! Ja, das irgendwann mal samplen, Alter. Das wär's natürlich, das wär's. Wo bist du da? Lava. So, Lava. So, ein Nullifinger. Nullifier, so rum. Nullifinger, ja, ganz toll. So, dann brauchen wir noch ein paar Fluidukts. Ja, ein paar eigentlich nicht, einer reicht. So, und zwar ist es jetzt so, man setzt den Nullifier dahin, verbindet den. Ja, das wäre super, wenn der sich damit verbinden würde. Ja. Ach, in der Testwelt hat er es noch. Ja, ansonsten, warte. Ist ja eine Aufnahme. Ach, ja, ich bin auch doof. Ich habe es an die Pumpe gemacht und geh mal weg hier. Komm, schleich dich, danke. Ja, ist so. Ja gut. Ja, hier, an das Pressure-Bett muss er dran. So, und jetzt müssen wir halt noch hier, du raus, da rein. Hallo, rein. Macht er schon, okay. So, und, passiert immer noch nichts. Weil, Wetzelsignal? Ja, oder ein Servo. Ich habe hier ein Servo in der Hand. Gut. Dann nehme ich den. Dumm. So, du da rein. Und, los geht's. So, und wie wir sehen, wird das Wasser jetzt... Nicht komplett rausgeholt, warum? Kann sein, dass er nur Bucket für Bucket rausholen kann. Weil das ist ja kein vollständiger Bucket. Nee, normalerweise müsste er das Wasser jetzt komplett rausziehen. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey, haben die schon wieder was geändert, oder was, ha? Update. Aha. Oder warte, ja. Wenn man es richtig einstellt, dann geht's auch. So. Also hier beim Nullifier nicht vergessen, den Eingang auf die richtige
Seite zu machen. Jetzt hat er aber noch 8 Millibuckets. Ja, das, warte mal, hier hat er noch 0. Da hat er 0. Da hat er 0. Da hat er noch 8, okay. Und da hat er 0. Müsste jetzt trotzdem gehen. So, jetzt habe ich hier 2 Eimer. Oh, jetzt probieren wir es mal, ob das geht. Ja, yep. Nee. Hä? Jetzt sind 8 Millibuckets Hydraulic Oil. Wow. Boah, also, das ist echt viel produziert, muss man sagen. 300 Millibucket. Ja, weißt du so? Der gibt es sofort weiter. Im Mixer ist auch schon. Und zwar 0. Ja, klar, das, das verteilt sich sofort im ganzen System. Deswegen. Hm, jetzt hast du aber im Mixer 0 Hydraulic Oil. So, Moment. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Gib du mal her. Wir haben Item Duct. Item Duct. Oh, Item Duct. Ja, ich wollte eigentlich ein Liquid Duct. Ja. Ja, nehmen wir noch das hier. Ne? Reduct. Na, komm. So, durch die Schwerkraft müsste es eigentlich automatisch reingehen. So, zack. Ja. Yep. Na, also, wird doch. So, das verteilt sich jetzt natürlich überall ins System. Hier sieht man schon, dass es steigt. Und hier sieht man, dass es steigt. Da auch. Oh, so ein bisschen. So, und schon ist er leer. Super, ne? Mhm. So, weg mit. Kommt der nächste Tank dran. So, komm her. Dumm, da dumm, da dumm. Zack. Dann noch auf Output stellen. Mein lieber Mann, das Zeug frisst er, als wär's. Keine Ahnung was. Ja, schon wieder leer. Du was? Nee, das war ja falsch. Genau richtig. Ja. So, Hydrauliköl hat er jetzt. Der hat Seeds, aber eben keinen Druck. So, dann können wir den nämlich gleich nochmal weitermachen lassen. Und ich muss hier echt die Microblocks tauschen. Also da führt anscheinend kein Weg. Da führt anscheinend kein Weg drum rum. Obwohl es momentan bei mir ein bisschen am Rumtanzen ist. Zwischen 20 und 30. Ah, nee, bei mir nicht so. So, die habe ich jetzt aufgehoben. Danke. Ich glaube, den habe ich vergessen, ne? Mhm. So, und man sieht hier gleich 200 Millibar pro Tick. Was haben wir denn hier Schönes? Normalerweise wäre das ja 100. Ja, aber durch das Öl wird es hier verdoppelt. Glaube ich zumindest. Also das ist jetzt eine Vermutung. Das ist für mich jetzt auch ganz neu. Naja, werden wir sehen. Gut, hier steigt der Druck. Da auch. Da ist auch Hydrauliköl drin. Ach ja, hier. Hydraulik Saw. Wenn wir es gerade von Microblocks hatten. Ein Holz rein und es geht langsam, weil eben hier noch kein Druck ist. Aber dieser Apparat, der kann eben aus normalen Blöcken Planks, zum Beispiel hier Oakwood Planks Slabs machen. Und wenn man es hier reinschiebt, dann werden die schönen. Oh Mann, ey, dauert es. Noch komm, ein mach Stück, jetzt hin, noch ein Stück, noch ein Stück. So, hier die Pillars machen. So, die darfst du wieder zusammenbauen. Ja, weil danke. Ich habe keinen Platz. Bau die mal zusammen und gib's mir mal wieder. Jo. Dankeschön. Na komm, zack, danke. So, und dann baue ich die auch wieder zusammen und habe schon wieder hier ein Oakwood Plank. So, sehr schön. Jo, der muss da noch drauf bleiben und ja, der arbeitet wieder ein bisschen. So. Warte mal, wie viele Nullen sind das? Das sind 7 Nullen. 10 Millionen. Nee. Doch. Doch. Ey, der Mixer, der. Alter. 10.000 Bar will der Mixer halten können. Das ist doch nicht normal. Was steht denn da für eine Einheit? Da steht doch nicht Bar bei, oder? Millibar. Nee, da steht aber eine Million Millibar. 10 Millionen. 10 Millionen. 7 Nullen sind 10 Millionen. Stimmt, ja. Sau stark. Sau, sau steht stark. Der nicht PA? Nee, da steht Millibar. Echt? Also der, kleines der M, großes der, B, kleines A, kleines R. Millibar. Dachte der Mod, ich dachte, der Mod ist ein bisschen fortschrittlicher und benutzt Pascal. Nee, leider nicht. Weil PA, Pascal wäre halb so wild. Ja, aber ey, komm, 10.000 Bar, das ist schon, also.
Boah. Hier, High Pressure Pub, genauso. Das ist doch nicht normal. 10.000 Bar. Alter. Da kann ich wirklich bloß den Kopf kratzen. Ja, so, viel Spaß beim Zusammenkratzen. Ja, den nehme ich mal wieder mit, der kommt jetzt wieder hin in die Kiste. Dum, 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 dum. Ja, jetzt drehe ich auch noch die Kiste, sehr schön. Und so, zack. Hast du das? Ja, genau so muss das. So, ich habe noch 4 Pipes. Okay. Da muss ich mir jetzt was überlegen, wie ich das am besten mache. Und zwar kommt jetzt der Washer. Da brauche ich einmal die Wall, einmal das Ding, einmal das Ding, einmal das Ding. Und wo ist der Washer an sich? Ja. Ach, die schöne Ordnung, ne? Ach ja, den habe ich bestimmt wieder in der Workbench vergessen. Ne? Zeige mal her. Ja, natürlich. Ja, nehmen wir doch gleich mal mit. So. Ein Valve, ein Hydraulik Block Valve. So, das Hydraulik Block Valve. Valve. Ich setze ihn jetzt erstmal hier hin. So, das ist der Anschluss für die Hydraulik Pressure Pipes. Ne? So. Hier kommt nochmal eine Wasserquelle dran, weil der braucht viel, viel Wasser. Wie der Name schon vermuten lässt, ne? Der Washer. So. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack. Hier in der Mitte kommt der High Pressure Core rein. So. So. Dann wird hier zugemacht. Der Dosch ist wieder am Angeben. Nee, ich wollte nur mal zeigen, wie dann aufgebaut so. Wird. Genau, so. In der Mitte kommt der Block raus und dann kommt der Washer rein. Und jetzt kann man da draufklicken und sieht Wasser, Pressure. Und so weiter und so fort, ne? So. Mhm. Den schließen wir jetzt erstmal an das Hydrauliknetzwerk an. Ah. Zack. Aber jetzt kriegt er auch ein bisschen Pressure. Ja, jetzt kriegt er Druck. Hoffe ich. Druck hat er. Warum kriegt er kein Öl? Kann er mit Öl betrieben werden, oder? Doch, der kann mit Öl betrieben werden, definitiv. Okay, probieren wir es mal mit einem Eimer. So, komm her. Hä? Was habe ich denn jetzt? Endergo Bucket? Was? Ach nee. Das war bloß ein Anzeige-Bug anscheinend. Ich wollte schon sagen. Weil Endergo war ja was aus dem End hier von Hardcore Ender Expansion. Oh Mann, ey. Also entweder stimmt irgendwas mit meiner Verbindung zum Server nicht oder der Server buggt gerade ein bisschen nur arg rum. Nee, da ist bei mir jetzt auch ein leerer Eimer. Unten? Nee, bei mir ist gar nichts. Ist da Dings drin? Nee, ne? Da ist nichts drin. Da ist nur ein leerer Eimer. Ja, super. Oh, 2 leere Eimer und immer noch nichts drin. Nee, ist doch. Deine Verbindung ist super. Ja, gut. Vielleicht brauchen wir noch ein Aquädukt. Ne, ein Aquarius Akkumulator. Da ist noch einer, den du nicht mehr brauchst, oder? Ja, ich habe hier, glaube ich, noch ein paar. So, ja, Aquarius. Ja, einen habe ich noch, das reicht aber. So, Fluidukt. So, dann brauche ich nochmal Wasser. Wo ist ich hier? Jetzt hier ist noch was. Ja, nee, aber ich brauche 2 Wasserquellen. Ja, kann man doch machen. Ich habe da auch noch einmal und hier sind 3 Wasser. Ach so. Moment, wo steckst du? Hier. Ah. Genau. Auch nochmal. So, jetzt habe ich 2. Ja, habe 2 Eimer. Sehr schön. So, weil der Washer, der braucht auch nochmal eine extra Wurst, ne, was so Wasserquellen und sowas betrifft. Mhm. So, ja, gut, das geht sogar. Hab schon Angst gehabt, dass da nichts drunter ist. So, dann einmal hier und einmal hier und hier. So. Wie man das eben so schön macht. Zack, zack. So, alle Ausgänge an der Seite weg und nur oben. So, und Alter, irgendwas stimmt mit meinem Maus nicht. So, geht jetzt wieder. So, da müsste ich jetzt füllen. Nö. Da kommt nichts. In der Mitte füllt er sich. Ach, da. Stimmt. Ja. Bei 2000 bleibt er bei mir stehen. Mhm, bei mir auch. Sehr schön. Alter. Also irgendwie, weiß auch nicht. Läuft das heute wieder richtig gut? Ja, es läuft richtig klasse.
Hast du irgendwelche Probleme, Tribolo? Nee, ne? Moment noch nicht. Okay. Ich nehme mir auch noch nicht auf. Ah, ja, wahrscheinlich. So, ja, gut, dann hätte ich den euch gern vorgestellt. Geht es leider nicht. Auf jeden Fall hier oben, auch wenn du mal reinguckst, Dosch. Ja, ich schau schon rein. Also hier hast du in der Mitte die Wassersäule. Die wird normalerweise gefüllt. Dann kommt links daneben oben in das Feld des Erz. Und zwar habe ich hier noch gar keine Erzverarbeitung, aber egal. Und zwar sind das die... Moment, da muss ich jetzt nochmal gucken, bevor ich irgendwas Falsches sage. Und zwar sind es hier diese Iron Chunks. Also hier die Chunks, die man mit Hydraulic-Craft verarbeiten kann. Gold, Iron, Kupfer, Lead, FZ Dark Iron, was das auch immer sein soll, Zinn, Kobalt, Silber und Nickel. Factorization Dark Iron. Ah, okay, dankeschön. Bitteschön. So, aus diesen Chunks werden dann hier die sogenannten Dusts und die Dusts werden dann weiterverarbeitet in der, Augenblick, sag's euch gleich. Friction Incinerator? Oder? Moment, ich hab ihn gleich. Ja, Friction Incinerator, genau. Alter, was für ein Zungenbrecher. Ja, ist es. Ist genauso wie der, ja, einfach nur der Ofen. So. Würde euch das jetzt gerne irgendwie vorstellen, aber ja, geht irgendwie nicht. Jo. Und der verliert Druck. Der verliert. Der verliert Druck. Warum auch immer. Hier verliert, wird auch Druck verloren. Ja, warte, ich glaube, ich weiß auch warum. Ja, der wird wahrscheinlich zu viel ziehen, hier der Mixer. Dann müsste man eventuell hier noch ein paar, noch ein paar Pumps hinstellen, damit der Druck stabil bleibt. Ja, werde ich mal sehen. Also auf jeden Fall dann das nächste Mal der funktionstüchtige Washer, wenn er funktioniert. Müssen wir dann mal sehen. Ansonsten reiße ich das Ding wieder ab. Schnür ein Paket und schickst du Baker Man. Sollte er mal gucken, was er damit machen kann. Gut. Ja, würde ich sagen, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Dosch. Kein Ding, immer wieder gern. Ja, und dann würde ich sagen, ihr habt euch wohl. Und dann auch wieder tschüss, ne? Tschö. Tschüss!